Ich will heute mal über ein paar Themen reden, die ich in Büchern von Robert Betz gelesen habe. Der hat manchmal super Einsichten, die mir sehr gefallen und die sehr inspirierend sind, wie ich finde. Und ich will mal mit einem Zitat anfangen, das so das Hauptzitat von ihm ist. Und das lautet: Alles, was jetzt ist, darf jetzt auch da sein. Das hängt einfach damit zusammen, dass man Dinge, die im Moment in einem sind, die einen beschäftigen, Emotionen, dass man die vollständig annimmt und nicht gegen sie kämpft, keinen Widerstand gegen diese Emotionen leistet. Und es ist ein elementarer Schritt zur spirituellen, geistigen, emotionalen Gesundheit, weil man diese negativen Widerstandsenergien loslassen kann. Das heißt jetzt nicht, dass man sich mit allen Umständen einigt und sagt, okay, es ist so, wie es ist, ich kann sowieso nichts ändern. Es geht darum, dass der Zustand, wie er jetzt in dem Moment ist, in dieser Sekunde, dass man den vollständig annimmt, weil aus dieser gesunden Haltung heraus, aus dieser widerstandslosen Haltung heraus, kann man Dinge dann trotzdem tun. Und diese Dinge tut man dann nicht mehr, weil man verbissen versucht, sich zu ändern, sondern diese Dinge tut man deshalb, weil man der Welt etwas schenken will, weil man Leidenschaft, eine Vision, weil man für etwas brennt. Aber man kann nur für etwas brennen und etwas mit Freude tun, wenn man vorher den Widerstand gegen das Ist losgelassen hat. Das heißt, wenn man Angst fühlt, sagt man: Angst, du darfst jetzt da sein. Wenn man Eifersucht spürt, Eifersucht, du darfst jetzt da sein. Das heißt, die Emotion wird angenommen und dadurch wird sie verwandelt. Das ist ja eine Energie, ne? Das Negative, der Schmerz, wohinter immer Angst liegt, ist eine Energie. Und man kann Energien nicht einfach auslöschen. Man kann nur die Frequenz der Energie verändern. Man kann also niederschwingende Energie in hochschwingende Energie verwandeln, also in Positivität, in Antrieb, in Leidenschaft. Und das kann man aber nur machen, und diese negative Frequenz oder diese niedrige Frequenz kann nur gehen, wenn man diese annimmt und keinen Widerstand dagegen leistet. Weil alles, was wogegen wir Widerstand leisten, wird stärker, wird intensiver, und das kriegen wir nicht los. Die will ja gehen, die Emotion, die kann aber nur gehen, wenn man sie gefühlt hat. Die Emotion ist schon so lange in dir meistens, und sie will einfach nur einmal wirklich angenommen und gefühlt werden und bejaht werden und auch nicht von außen an dich herangeführt gesehen werden, sondern als eigenes Baby gesehen werden. Es ist meine Emotion, die habe ich mir erschaffen. Durch mein Leben, durch mein Denken, durch meine Weltbilder, durch meine Reaktionen auf die Welt habe ich diese Emotion, diese Angst selbst geschaffen. Diese Angst ist mein Baby. Ich habe die Macht gehabt, sie zu schaffen. Ich kann aber auch die Macht haben, sie gehen zu lassen und sie umzuwandeln in etwas Positives. Und diese Annahme des Ist-Zustandes, auch wenn dir etwas im Außen passiert, wenn irgendwie du einen Unfall hast oder irgendjemand schlecht über dich redet, alles darf so sein, wie es gerade ist. Und aus dieser Position heraus handeln, dann ist man ohne Groll, ohne Eifersucht, dann hat man das als eigene Emotion, als eigenes Baby erkannt und sucht die Schuld nicht im Äußeren, sondern aber auch nicht bei sich selbst, sondern man erkennt einfach, dass diese Emotion gefühlt werden will und dass sie dann gehen darf. Das ist das eine, was mich sehr inspiriert hat. Und das andere ist, mit allem, was dir widerfährt, es kommt immer darauf an, wie reagieren wir auf die Umstände dieser Welt? Reagieren wir mit Ablehnung, warum passiert mir sowas, das darf nicht sein? Oder reagieren wir mit, das ist ja interessant? Und es ist auch immer sehr schön zu hören, wenn Robert Betz sagt, man soll auf alle Umstände, die einem widerfahren, reagieren mit, das ist ja interessant. Er hat ein ganz krasses Beispiel gebracht vor Publikum, da gab es dann großes Hui, Gelächter und Hui und kleine Empörung sozusagen. Und zwar hat er gesagt, wenn dein Partner fremd geht, denk einfach, das ist ja interessant. Ne? Das ist natürlich schon im gehobeneren Sinne, aber man kann das mit ganz kleinen Dingen an ganz kleinen Dingen festmachen. Wenn man im Stau steht, wenn man an der Schlange in der Kasse steht, wenn man in den letzten Wochen nicht konsequent eine Ernährung durchgezogen hat und vielleicht zugenommen hat, wenn man 3 Wochen nicht im Sport war, anstatt zu sagen, wie kannst du nur sowas Schlechtes, du verdienst es nicht mehr, ich kann nie etwas durchziehen und so weiter. Dadurch verurteilt man sich ja selbst und geht nicht liebend mit sich um. Dadurch tut man ja den Jetzt-Zustand ablehnen, wie ich vorhin schon gesagt habe. Anstatt zu sagen, hey, das ist ja interessant. Das ist ohne Wertung. Man nimmt den Zustand sozusagen trotzdem an, aber tut ihn nicht verurteilen,
Das ist sehr elementar. Einfach zu jeder Situation sagen, ah, das ist ja interessant. Und allein aus diesem Gedanken heraus kommen viel produktivere und liebendere Gedanken als aus diesen Gedanken, oh mein Gott, ich habe es schon wieder nicht geschafft und wie kann er es wagen und so weiter. Also das ist der zweite kleine Kniff, einfach zu denken, ah, das ist ja interessant. Ne? Ich bin hier jetzt durch die Natur gelaufen und habe einen schönen Platz zum Filmen gesucht. Aber überall, heute ist Samstag, und überall waren Menschen. Und ich wollte mich jetzt nicht einfach in die Weinberge hocken und da neben mir pflügt der Weinbauer vorbei. Oh, ich hätte es machen können, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich mich da unwohl gefühlt habe. Ich habe mich dafür nicht verurteilt. Ich habe einfach gesagt, ah, das ist ja interessant. Okay. Und habe dann ohne Groll bin weitergelaufen. Manche Leute werden dann verbissen und denken, ach, hab's wieder nicht geschafft und würde nach Hause gehen und die Sache sein lassen. Und das ist auf viele Sachen übertragbar. Das ist nur ein Beispiel von jetzt eben gerade. Wenn man sagt, das ist ja interessant, geht sofort diese Widerstandsenergie weg und man geht weiter und öffnet sich für neue Möglichkeiten. Und die finden sich immer, die neuen Möglichkeiten. Und das Dritte, das hat er anhand von Kindern festgemacht. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Kinder kommen auf die Welt sehr naiv. Kinder sind naiv liebend. Die kommen auf jeden zu und fragen und rennen auf dich zu mit leuchtenden Augen und was sie eigentlich von dir wissen wollen, hey, seid ihr auch so toll wie ich? Das heißt, die Kinder, die kommen in diese Welt naiv, alles liebend, alles annehmend, Erfahrung sammeln wollen, nicht bewertend und kommen und sagen, hey, seid ihr eigentlich auch so toll wie ich? Und sind begeistert. Und im Laufe des Erwachsenwerdens wird diesen Kindern gesagt, dass man nicht einfach so naiv sein darf, dass man aufpassen muss, dass man richtig essen muss, sich richtig anziehen muss, dass man ja nicht einfach rülpsen darf, dass man nicht laut sein darf, dass man sich gefälligst benehmen soll. Und diese Kinder merken dann diese Liebe, die sie für alle empfinden und die sie eigentlich auch zurückerwarten, weil sie einfach von einem liebenden Universum ausgehen. Sie bekommen dann gelehrt, dass man diese Liebe verdienen muss, dass man sich anpassen muss, dass man vorsichtig sein muss, dass man brav sein muss. Und erst wenn man brav ist, bekommt man Liebe. Das heißt, diese Kinder werden konditioniert in der Hinsicht, dass um Liebe zu bekommen, sie etwas tun müssen. Das heißt, sie wollen anerkannt werden und versuchen dafür etwas zu tun, um von anderen anerkannt zu werden. Und das führt dann im weiteren Leben zu dramatischen Beziehungen, wo man den anderen Partner nur als Lückenfüller benutzt, um sich selbst endlich geliebt zu fühlen. Und diese natürliche Liebe, die ein Kind in sich hat, diese Naivität, diese Abenteuerlust, dieses, oh, ich bin toll, ich bin einzigartig, das geht bei den Kindern verloren durch unsere Erziehung und unsere Gesellschaft. Und es ist sehr schade, dass die Kinder oder die Erwachsenen das dann später wieder lernen müssen eigentlich, dass sie selbst schon daher, dass sie da sind, schon liebenswert sind und überhaupt nichts tun müssen, um geliebt zu werden. Aber das ist so tief bei uns drin, dass das immer wieder vergessen wird. Und das ist das Tolle an Kindern. Die haben immer noch, selbst wenn sie schon gelehrt, wenn sie schon die Eltern oft gesagt haben oder die Schule und die Gesellschaft, hey, so musst du dich verhalten, sonst wirst du nicht geliebt, sonst kriegst du eine schlechte Note, sonst kriegst du keine Aufmerksamkeit von mir. Dass Kinder trotzdem noch in einem gewissen Alter zumindest diese Naivität drin haben, die ist noch zum Teil drin, die lassen die auch noch raus. Das heißt, wenn sie eine Person vor sich haben, die sie nicht verurteilt, die sie so annimmt, wie sie sind, wenn die sagt, hey, du darfst so sein, wie du bist, ich liebe dich, egal was du tust, egal was du machst, du bist mein Sohn, du bist ein Mensch, du hast es verdient, du hast das Recht von Natur aus geliebt zu werden. Wenn sie das merken, dann kommt diese Naivität raus und dann etabliert die sich auch. Man muss mit den Kindern dann nur wirklich liebend umgehen und das wollen die meisten Eltern und Menschen und Lehrer und so weiter auch. Aber das Problem ist, unsere Gesellschaft ist so gestrickt, dass dieses Liebende, dieses Verurteilende, das macht immer damit, ich höre jetzt mal auf zu reden, seid mal leise. Das ist so in unseren Köpfen drin, dass wir das automatisch raushauen. Wir hauen das automatisch raus. Das ist wie so ein unbewusster Selbstläufer, der immer und immer, immer wieder abgespult wird. Wir merken das also gar nicht, wie wir unsere Kinder zu Leuten, zu Menschen erziehen, die nach Liebe suchen, anstatt sie für sich selbst anzunehmen und dann die Liebe auch verschenken zu können und somit andere Menschen zu bereichern. Da kommen dann irgendwann zwei Menschen zusammen, die suchen beide nach Liebe, greifen sich beide in die Taschen und merken, dass beide Taschen eigentlich leer sind. Und dann entsteht das ganze Drama. Also, sehr schöne Einsichten von Robert Betz, die ich einfach mal teilen wollte. An einem windigen, bisschen kühlen Samstag. Wir hoffen, dass heute Deutschland gegen Italien gewinnt, heute Abend. Und somit verbleibe ich nur noch mit den Worten, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.